Hallöchen, liebe Monster Hunter Freunde, willkommen zurück zu Monster Hunter 4 Ultimate mit Silva. Hallo meine Freunde und damit auch ein herzliches Willkommen von mir zu einer neuen Jagd, wieder nächtlich unterwegs mit den guten Jan und den Kain oder Kain. Ja Mann, immer noch in derselben Aufnahmesession mit Jan und Kain sind wir unterwegs. Die beiden Jungs haben sich noch bereit erklärt, um 12:30 mit uns zu jagen. Ne, wisst Bescheid, wir jagen heute den Höllenfürst, den Höllenzinogre, von dem ich bereits praktisch die komplette Rüstung habe, nur ein fucking Stein fehlt mir und deswegen, naja, Silber braucht ihn noch, deswegen machen wir den. Ich bin gerade perfekt irgendwo und nirgendwo ich bin in einen, scheiße, Digga, ich bin in einem versteckten Gebiet. Du weißt schon, diese Gebiete. Gott. Ja, ich weiß schon was. Achso Leute, das könnte ich euch auch nochmal erklären, das kennt ihr nicht, das sind Gebiete, die tauchen nur ganz am Anfang des Spiels auf, da kannst du zufälligerweise joinen, wenn du Glück hast. Oder, nee, das ist doch nicht so ein Gebiet, weil die laufen hier, glaube ich, auch rum. Oder? Ich weiß nicht, ob es... Nee, das ist nicht so ein Gebiet. Nee, ist doch nicht so ein Gebiet. Auf jeden Fall habe ich diese Quest schon sowas von aufgemacht, dass... Okay. Ich habe den Höllenzinogre hier in diesem Gebiet schon 18 Mal insgesamt bekämpft. 13 Mal habe ich ihn gekillt und 5 Mal habe ich ihn gefangen. Und ich habe noch nie ein fucking Juwel bekommen und deswegen fehlt mir noch die Brust von ihm. Und ich wette, jetzt gibt es so richtig Schicksalstiefschlag und ich krieg jetzt beim allerersten Mal ein Juwel, ne? Das wäre so richtig und schön. Scheiß, wenn du beim allerersten Mal ein Juwel bekommst, dann rede ich nie wieder mit dir. Alter, Leute, wenn ich das Juwel kriege, werde ich sofort verkaufen und sage, es ist nie passiert. Okay, ich hasse das ja auch in der Aufnahme, ne? Ich hasse ja. Oh, verdammt. Okay, da muss ich kurz cutten, Leute. Oh, Jungs, ich hasse Zinogre, aber der sieht schon geil aus, ne? Der Höllenzinogre. So. Ja, wie gesagt, ich habe den schon mittlerweile so oft gemacht hier in diesem neuen Spiel, dass. Boah, sieht der geil aus. Heilige Mutter, sieht der geil aus. Hast du noch nie gemacht? Nein, ich bin nur im MAFU, weißt du doch. Den normalen Zinogre habe ich jetzt gemacht und ich habe ihn gehasst, Digga. Ich habe ihn gehasst, den Hurensohn. Ja, der ist auf jeden Fall um einiges cooler, denn der schießt so Höllen. Piccolo-Höllenbomben hier raus, ne? Ihr wisst Bescheid. Und der ist richtig böse. Das Blöde ist, dass ich sein... LOL, ist ja geil. Instant Nebenquest erfüllt. Das Blöde ist, ich habe eine Elektrowaffe und zwar seine, und zwar die vom Low-Rank. Sprich, ich mache ihn einfach wahrscheinlich gar keinen Schaden. Ja, er resistet auf jeden Fall Drachen. Und Entschuldigung, kein Drachenwaffen, von daher... Auch wenn du das jetzt nicht hören kannst. Falls du einen Käfernetz hast... Habe ich. Dann geh einfach mal zu seinem Rücken, wenn er nächstes Mal umgefallen ist. Und dann kann man Sachen holen. Kriegt man da Blitzkäfer oder was? Nee, da bekommst du Dracophagkäfer oder sowas. Sind die selten? Das sind seine Käfer, das ist sowas wie, keine Ahnung, kannst du von ihm abbrechen quasi. Ah, okay. Kannst du es auch in der Belohnung ankriegen? Auch. Okay, er ladet sich, glaube ich, gerade auf. Ich glaube, ja. Oh, okay. Jetzt ist er im Rage. Oh, fuck. Ich bin das gerade richtig gut ausgewichen, aber auch ungeplant. Aber ich hasse ihn, mein Freund. Ich hasse ihn so sehr. Das hasse ich am meisten. Wie viel Schaden das einfach gedrückt hat. Ich habe keine Tränke mehr. Fuck, ich bin down. Ich habe keine Tränke mehr. Ich habe nur noch Megatränke. Und ich muss jetzt rollen. Oh, zum Glück. Danke, Digga, dass du ihn... Fuck-Ding. Weißt schon. Ich habe leider keinen Ohrstöpsel jetzt gerade. Oder habe ich welchen? Wieso habe ich keine normalen Tränke mehr? Ich habe die alle weggepackt, ich Idiot. Ich habe nur noch 8 Megatränke. Ich habe den... Oh, shit. Oh, shit. Das könnte knapp werden. Oh, shit. Weg von mir. Los, du Bastard! Ich habe den schon innerhalb von irgendwie 2 Minuten gemacht, weil da Leute dabei waren mit Jagdhörnern und so und die haben uns richtig krass hochgepusht. Und dann haben wir... Okay, ich habe doch kein Ding dabei, du weißt schon, Käfernetz, ja, sonst würde ich das machen. Alter, wie verletzlich er an seinen Rücken einfach ist, ist krass. Oh, ich muss wetzen. Okay, ich noch nicht. Irgendwie mal heilen wäre auch was. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Trank verwendet. Okay. Ich musste schon einen verwenden. Und habe immer noch 75% des Lebens. Ja. Oh, jetzt ist er am Ragen. Jetzt musst du aufpassen. Ja, vor allem mir. Ich weiß nicht. Wie schon schau mal, was das Jan gemacht hat. Was macht denn der? Oh, fuck. Hälfte des Lebens. Ist das normal? Wie viel Damage macht der dir? Ich weiß es nicht. Ich wurde von dem, ehrlich gesagt, bisher noch gar nicht getroffen, richtig? Okay. Ich bin persönlich nicht so der Meister daran, den Typen auszuweichen. Und ich glaube, er hat ihn irgendwas am Kopf abgeschlagen. Ja, doch, ich finde ihn relativ einfach. Ja, er hat ihn aus dem Rage. Ja, klar, wenn du es oft machst. Nee, ich finde ihn an sich ein einfaches Monster. Ich finde, er ist nicht schwer. Da gibt es ganz andere Monster, die viel... Was ist so dein persönlicher Typ, den du überhaupt gar nicht gut packst, weil er schwer ist? Oh Gott... Gute Frage, ich weiß nicht. Vor diesen Bällen musst du aufpassen. Oh, ich habe Angst vor den Bällen, die sind gefährlich. Die leben gefährlich. Das ist ein Monster, was ich gar nicht kann. Lol. Danke, Kain. Ich weiß, also ehrlich gesagt, grundsätzlich kenne ich jedes Monster in Monster Hunter, aber ich sage jetzt mal, ja, ich weiß nicht. So vielleicht der... Oh, fuck, dieser Angriff macht einfach viel zu viel Schaden. Aber ich kannte ihn auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, Leute, jetzt bin ich hier... Ach, scheiße, ich habe... Was macht Jan denn da? Hä? Der wirft irgendwas auf ihn. Ja, Käfernetz. Ach so. Ich habe auch keins dabei, ist mir gerade aufgefallen. Fuck, ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Wenn er mich jetzt fokussiert, bin ich down. Okay, ich bin down, das kann ich gleich sagen. Weich einfach den Ball aus, weich einfach den Ball aus. Ja, genau. Okay. Jetzt bin ich hinter ihm, kann ich heilen? Ja, heilen. Danke. Ja, keine Ahnung, ein Plesioth vielleicht? Oder... Ja, Plesioth ist eklig. Ich finde Plesioth nicht schwer. Also grundsätzlich kann ich jedes Monster relativ gut, oder konnte ich gut, aber Zinogre war halt besonders einfach, weil Zinogre ist einfach so... Zinogre ist so ein wunderbar schönes Standardmonster, was coole Angriffe hat, die du dir gut merken kannst. Es ist nicht so ein... Der schimmelt gleich am Anfang rum, pass auf. Ja. Aber der sieht schon überepisch aus, ne? Ich kannte ihn halt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, die Rüstung von ihm ist ja auch ziemlich cool. Ah, fuck, jetzt all das macht einfach viel zu viel Schaden und ich bin auf so einem kleinen Raum mit 4 Leuten, den da irgendwie auszuweichen, ist ja schon... Ja, das Ding ist halt... mit dem 3DS ist es nicht optimal zu spielen, also auf dem Aufnahme 3DS, auf dem kleinen Ding mit dem großen... Ja, ich spiele auf jeden Fall um einiges lieber auf dem 3DS XL, weil da kommt es einfach um einiges besser rüber. Ja, oder für den New 3DS XL zum Beispiel, da kannst du ja... Leute, wenn ihr Monster Hunter kauft, dann holt euch dazu einen 3DS XL und wenn ihr könnt, einen New 3DS, weil... Das soll ja dafür konzipiert sein, das Spiel. Also genau, da habt ihr auf jeden Fall mehr Spaß wie mit einem kleinen 3DS, weil da ist der Bildschirm einfach zu klein für dieses brachiale Game. Ich habe Glück, dass ich würde es nicht auf diesen DS aushalten, ohne Scheiß. Ich spiele das Spiel ja jetzt auch auf meinen... also ich spiele es zwar auf meinen Mini-3DS mit Capture Card, aber ich habe auch meinen Bildschirm... Mein Bildschirm ist doppelt dreimal so groß wie das, was ich sehen könnte. Ne? Ja. Ist die Grafik zwar nicht perfekt, aber lieber eine gute schlechtere Grafik, als dass ich mir... Dafür siehst du halt was. Ne? Ja, wir haben ihn gepackt. Und ich glaube sogar, ich habe ihn gekillt. Wow. Okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber freut mich auch mal. Ja. So. Schon. Die Stunde der Wahrheit. Gibt er mir ein fucking Juwel? Drachenpanzer, Höllenzinogre, Drachenpanzer. Habe ich gekriegt oder so? Ne, Rückenpanzer. Habe ich mir verlesen. Ups. Ups. Was? Und Höllenzinogre Klaue Plus. So. 2-mal Rückenpanzer, 1-mal Kralle. Und da unten liegt irgendwas. Und zwar eine Wandträne, sehr schön. Gibt es auch mal wieder ein paar Punkte. Jo, der Höllenzinogre ist auf jeden Fall so ein ganz cooler Standardgegner, den man halt immer wieder machen kann und der immer so ein bisschen... Er hat halt Überschaden gemacht, ohne Scheiß. Der hat mir echt krassen Schaden gemacht. Wenn er mich getroffen hat, versteht sich ja. Ich habe halt harte Drachen-Resistance. Also ich resiste... Hab ich eine Elektroschwäche? Oder was hat denn der für einen Status? Drache. Drache hat der? Drachenabwehr habe ich eigentlich eine gute... Und Donnerabwehr auch, okay, daran kannst du nicht liegen. Was hast denn du für einen Verteidigungswert insgesamt? Ja, ich glaube 260 oder so. Okay, ja, dann bist du gar nicht so weit unter mir und dann hast du... Okay, 20. Aber du hast auch seine komplette Rüstung. Resistest ihn wahrscheinlich dadurch auch besser. Ja, die Drachenangriffe auf jeden Fall wahrscheinlich, aber vom Schaden her sind wir gar nicht so weit auseinander. Okay, habe ich eins bekommen? Nein, habe ich natürlich nicht bekommen. Das ist mein... Okay, ich habe so einen komischen Käfer gekriegt. Drachenpanzer, Klaue, Käfer... Das ist mein 19. Zinogre. Also Horn habe ich bekommen. Hast du ein Horn bekommen? Ah doch, das heißt doch Drachenpanzer. Und Drachenhaar. Wow, okay. Aber ich habe kein Ding gekriegt, also kannst du mich nur bitte nicht verprügeln. Jo. Ja, wie gesagt, mein 19. Zinogre und kein Juwel, Leute. Das ist mein Glück. Wie gesagt, 2-mal irgendwie Ratzian oder Rattalos erledigt, den ich gar nicht brauche. 2 Juwelen bekommen direkt. Hier Zinogre, fast 20-mal gekillt, noch kein einziges fucking Juwel und die Brust fehlt mir einfach. Die Brust, ja, dir fehlt die Brust noch, musst auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Musst ein bisschen trainieren. Schon wieder eine 10 Minuten auf. Ne? Die Brust. Brust. Die Brust. Ah, dieser Schrei, Leute, der ist schon irgendwie homoerotisch. Okay, Jungs, was willst du jetzt? Höllenzinogre, wahrscheinlich Arena, okay. Willst du auch noch die Brachydios jetzt noch annehmen? Ja. Okay, dann habe ich Brachydios. Brachydios ist übrigens auch so ein cooles Standardmonster, was immer geht einfach. Und Brachydios fand ich, als wir das letzte Mal gemacht haben, ich glaube, das war auch sogar eine Aufnahme, Leute. Also, wir machen Monster zweimal. Was war auch ist denn die Quest, die du machen musst? Schwefel und Brachydios oder was ist das? Dann mache ich mal kurz einen Cut in die Aufnahme. Einen Moment. Predigt und ich habe so, da bin ich wieder, Leute. Ich habe die dringende Quest ja schon, deswegen wird schon die sein. Okay, ja. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Quest in der Aufnahmesession sein. Also 2 Parts, weil ich muss den Shagaru Magala machen. Außer der, sie wartet auf mich oder ich bin nicht müde, zu müde, um den jetzt noch aufzunehmen. Weil hätte ich aber auch ein paar Parts Monster und dann voraus. Wäre natürlich auch was, schauen wir mal. Ja, ich würde schon sagen, der Shagaru ist auf jeden Fall ein cooler Typ und der hat eine geile Rüstung. Hast du die schon mal gesehen mit den Flügeln? Nein, habe ich nicht. Der hat so weiße Flügel am Rücken, die sieht richtig geil aus. Oh, warte, ich muss was essen. Ganz vergessen. Oh, der Rhyme, hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Vergessen auf Essen? Ja. Richtig gut, Mann. Du solltest ein Rap-Battle leiten oder so. So gut wie du bist. Könnte ich machen, ne? Könnte ich machen, ja. Könnte ich mal versuchen. Vielleicht kommt das ja ganz gut. So, apropos Rap-Battle, wer ist denn eigentlich gerade dein Favorit in deinem Rap-Battle? Ich darf keine Favoriten haben. Ich habe keine Favoriten. Ich bin unparteiisch. Das ist genauso, ja, wenn mich jemand... aber ich meine jetzt, wenn wir jetzt mal nicht offiziell reden würden, ne, so wie, ne, wie jetzt... Also wer gut ist... nicht laufen würde. Das kann ich sagen, aber ich sag nicht, wer mein Favorit... Ich habe keine Favoriten. Ohne Scheiß habe ich echt nicht. Auch nicht, privat nicht oder so. Also jeder, der mich... Genauso die Leute fragen mich auch immer, wie findest du meine Runde und so. Ich sag so, ich sag gar nichts davon. In der Analyse kannst du es dir anschauen, ne, weil ich möchte jetzt irgendwie jemanden bevor. Ja, aber wie hast du denn meine Runde gefunden, Silber? Wenn ich ehrlich war, fand ich schon so richtig geil. Fand ich gut. Dieser Stimmeneinsatz. Ja, für alle, die es nicht wissen, Silver ist nicht nur die PL am Leiten, wenn man das so nennen kann, sondern er ist gerade auch ein Rap-Battle am Veranstalten. Das nennt sich Silvers Rap-Battle. Und da sind doch noch 2, 3 töfte Boys dabei, die man sich noch anhören kann, sag ich jetzt mal, ne? Oh, fuck, keine Kaltgetränke. Wieso sagt mir das denn keiner? Weil du ein Hurenschmock bist. Okay. Naja, ich hab hier, ne? Hast du Kaltgetränke, dicke Dinger? Ich hab hier Kaltgetränke, nur das Problem ist, wenn ich runterspringe, kann ich dir die nicht geben, die im Camp sind. Ach, da sind welche im Camp? Da sind gar keine. Wir sind ja auf High Rank, da gibt's doch gar keine. Ja, aber die Kaltgetränke sind trotzdem da. Nur die Kaltgetränke. Ah, okay, da muss ich ins Camp. Und die Karten. Ja, ins Camp. Doch, du kannst draufklettern, glaube ich sogar. Ja, ich versuch's, weil sonst verrecke ich da, bevor der Kampf losgeht. Okay, Kain ist schon dabei. Keine? Kain? Kain, ja, der heißt so. So, Moment, warte, wo ist denn das Camp? Ich habe keine Karte. Das ist... Links oben oder wo? Nee, du bist blau. Ich bin blau, ja. Links oben. Ganz links oben. Ah, okay. Da, wo du mit den Grünen bist, oder? Der Grüne ist jetzt gerade da. Oh, wehe, der Wichser klaut um meine Kaltgetränke. Dann rasiere ich ihn gegen den Strich. So, wie gesagt, der Brachydios ist ebenfalls so ein schönes Standardmonster, was man machen kann. Für Just for Fun. Mhm. Alter, aber er hat neue Explosionsangriffe. I like. Aber den Typen habe ich auch schon gekillt bis zum Umfallen, denn im Monster Hunter 3 Ultimate war er die schwerste Quest, weil man wurde von ihm einfach gewone-hittet. Egal was für eine Rüstung man anhatte, er musste einen einmal treffen und dann war's das. Und man musste ihn circa 5-mal töten in einem 30-minütigen Kampf, wo er in Perma-Rage war und dich gewone-hittet hat. Also du durftest dich 30 Minuten lang kein einziges Mal treffen lassen, sonst bist du tot. Und dann, wenn du das 5-mal hintereinander geschafft hast, hast du einen Hammer bekommen, der andere, also Mitspieler, geheilt hat, während er natürlich dem Monster schadet. Und Alter, das war so... Das war's dann aber auch wert, oder? Ja, auf jeden Fall. Der war halt so stylisch, ne? Ja, aber gut, wozu brauchst du den, wenn du dafür das Schwert... Ja gut, doch, kann sich noch irgendwie rentieren, aber um den zu kriegen, ist ja echt krass, hallo. Ja, er hat halt schon Hammer-Damage gemacht und das war halt ein cooles Gimmick, ne? Wenn du andere heilen kannst, dann haben alle gefragt, wie machst denn du das? Du bist voll der Cheater. Und dann hast du gesagt, nein, ich bin kein Cheater, ich bin einfach nur ein Skiller. Und Skiller, mit Doppel-Z, ne? Was ich jetzt bin. So, genau. Skillers. Alter, zweimal gemountet innerhalb von 1 Minute. Okay, er ist schon Rage, bevor ich ihn überhaupt einmal gesehen habe. Du bist schon so ein krasser Boy. Stehe ich drauf. Jan, greif doch nicht an. So, Jan holt sich die Buffs. Darf man sich die Buffs holen? Ja, kannst du schon machen. Das kannst du dir den Schwanz abschneiden, den Ding? Wenn du einen richtigen Käfer hast, ja. Das Ding ist, wie gesagt, Den habe ich also auch schon sehr, sehr oft gemacht. Nee, ich meine, allgemein kannst du Brachydios den Schwanz abschneiden, das meinte ich. Achso, ja, ja, klar, natürlich. Okay, das war meine Frage. Und echten Käfer kann den Schwanz abschneiden, das ist auch interessant. Ja, es gibt Schlagkäfer und es gibt Schneidkäfer. Okay, was sind die besseren? Shit, Alter. Die Schlag sind wahrscheinlich die besseren, weil die können verwirren, oder? Die können verwirren, aber die Schneid können halt Schwänze abschneiden. Oh, richtig dicke, was? Ja, das kenne ich von den Katzen aus MAFU noch. Ja, genau. So in etwa. Ja, die Katzen haben da echt was gebracht. Blam! Brav! Hä? Was ist gerade explodiert, bitte? Ich war ja diese grüne Ding da. Dieses grüne Ding kann auch im Boden explodieren. Lol. Weißt du das doch? So, können wir seine Fäustdinger eigentlich kaputt machen? Oh shit, oh shit! Oh fuck, ich bin einfach genau in so eine Explosion reingegangen. Oh, ist das unfair. Hast du das gerade gesehen? Ich konnte natürlich nicht ausstehen, wenn man hart getroffen wird. Irgendwie habe ich hier zu wenig fucking Platz. Ja klar, das ist so ein kleiner Platz. Das ist oh fuck, die Explosion. Scheiße, die kannte ich gar nicht. Gut, ich kenne das Monster nicht, ich mache es zum zweiten Mal in meinem Leben und beide Aufnahmen waren mit ihr, wo ich das gemacht habe. Scheiße. Ja, der Platz ist schon ein bisschen beschränkt. Also wäre das der Brachydios von Monster Hunter 3, wären wir schon alle gewiped. Gut, da hattest du aber auch mehr Platz und oh fuck, ich habe ihn zwar down gekriegt. Ja, es geht, kommt drauf an, in welchem Gebiet. So, ich heile mal jetzt eine Runde. Danke. Jan sollte sich mal dringend heilen, sonst der haut jetzt eher ab. Sterben. Sterben. What the fuck, der kann sich eingraben, okay. Ein New Meta, würde ich mal so pauschal sagen. Wo ist der hin? I don't know. Ah, Feuersteine. Ja, gib mir Feuersteine. Ja. Wollen Evoli entwickeln. Ja. Alter, Jopre, kannst du mal chillen eine Runde? Ich muss noch wetzen. Dann Jopre. Wetzen musst du noch? Wetzen. Oh, die Musik ist neu, glaube ich. Oh, fuck, der Brachydios kommt mir entgegen, der Bastard. Okay. Aber er ist nicht im Rage, wie es aussieht. Oh, shit. So, blam. Bra, wo bleibt dein Kampfschrei, Alter? Du enttäuscht mich dann mal wieder. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin nicht richtig in Fahrt. Der Brachydios ist nicht stark genug dafür. Achso, okay. Brauchst du wieder richtig Gegner, da muss schon ein richtig böses Monster sein, damit ich den Kampfschrei mache. Der... Wahrscheinlich hast du ihn... Achso, dass du damals gemacht hast, da war es ja der Yagi. Dann ging es schon richtig ab, ne? Ansonsten ist halt der... Ja, ja, genau. Ansonsten ist halt der Kampfreiz nicht groß genug, ne? Weil dann ist das Ding einfach zu schwach für mich. Kann ich nachvollziehen. Mit so einem Schlag direkt One-Hit. Ja, ja. Konntest du gar nichts machen. Mit dem auch. Jan wäre jetzt tot. Gut, war der wirklich so krass? Ist das nicht ein bisschen unfair? Ja, du musst dir halt vorstellen, der war im Rage-Mode den ganzen Kampf über. Der konnte gar nicht weg vom Rage-Mode. Und das... Oh, der Dauerfokus mich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe. Und das, was der hier macht, ist billig, weil der raged richtig langsam. Mhm. Also er bewegt sich halt langsam für das, dass er im Rage-Mode ist, sagen wir mal so. Okay. So, Kain wäre jetzt auf jeden Fall wieder tot. Okay, der geht die ganze Zeit auf Kain, Alter, der arme Kerl. Aber der hat auch eine G-Rüstung, der wird das... Ah, nein, der kommt zu mir. Aua. Lol. Er kickt mich einfach runter, der Bastard. Hoffentlich springt er jetzt nicht mit runter. Ey, kann ich bitte mal diese behinderten Buffs haben? Ich wusste es. Oh, Alter, ich kann hell sehen. Are you a wizard? Yes, I am. Ey, das ist richtig mühsam gerade. Ja, vor allem, ich bin zwischen zwei Explosionen und komme gerade nicht raus. Also zwischen so zwei Pfützen, ne? Ich bekomme seine behinderten Buffs nicht ab. Das regt mich gerade hart auf. Hart? Was? Das Blöde ist an der Map, dass es einfach ein Remake von der anderen Map ist, nur mit Feuer. Das ist billig. Ja, aber das wird im G-Rank noch anders. Achso, erklärt, stimmt, das hast du mir erklärt, ne? Ja. Also das zumindest das, was ich gesehen habe, die dringende Quest für den G-Rank ist auf einer komplett neuen Map mit einem fucking geilen Krebs. Okay. Und ihr werdet jetzt alle tot. Ja, bin ja ausgewichen. Sprich, er hätte mich ja nicht getroffen. Kann ich auch sagen, oh, der Angriff hätte dich gekillt, wenn er getroffen hätte. Alter, jetzt wäre ich tot, jetzt wäre ich echt tot. Ich prall an seinem Stein ab? Mit blauer Schärfe? Klar, du bist halt nicht so ein richtig harter, dicker Boy wie ich. Oh, ich brauche nur Tränke. So. Okay, also ich glaube, wenn ich nicht hochgepusht werde, dann wäre ich, glaube ich, auch noch nicht Rang 6, wenn wir ehrlich sind. Nö. Ohne die richtigen Leute, ohne die Boys, ohne meine krassen Boys hier am Start. Ja, aber das wäre ich auch nicht. Ja. Also im Online-Modus ist es halt extrem schwer, zu zweit oder alleine da groß was zu reißen. Vor allem das Spiel ist auch schwer. Man kann nicht sagen, dass das Spiel zu leicht ist. Nein, das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und ich meine, es ist teilweise für mich immer noch schwer, obwohl ich das Spiel schon 1000 Stunden... Ja, vor allem die Monster sind stärker geworden, aber auch der Jäger ist stärker geworden. So ist nicht. Beide sind stärker geworden. Ja, du hast halt neue Waffen und die bieten halt auch mehr Möglichkeiten. Dieses Mountain zum Beispiel empfinde ich persönlich als völlig OP. Stell dir mal vor, früher gab es dieses Mountain nicht. Du konntest nicht deswegen habe ich auch gemeint, dass die Insektenhefe ein bisschen OP ist, weil du einfach dauerhaft mounten kannst. Du konntest nicht einfach den Kampf unterbrechen und sagen, jo, jetzt können sich alle heilen, während ich das Monster mal zu Boden schmeiße, sondern das gab es da einfach nicht. Und ja, jetzt hast du halt die Möglichkeit, dem Monster zu mounten. Und das ist schon relativ OP. Ja. So, okay. Aber die Monster sind dafür auch viel stärker und so geworden. Schau mal, wie viel Damage der mir macht, obwohl ich auch ein High Rank. Nein, eigentlich nicht, Alter. Also, wie gesagt, in Monster Hunter 3 hattest du... Also, ich weiß nicht, ich denke natürlich, dass die Quests in Monster Hunter 4 noch um einiges schwerer werden, weil vor allem High Rank und so, ne? Boah, Alter, wieso haut der jetzt schon wieder ab, der Fisch, Alter? Aber ganz ehrlich, die Monster Hunter 3 Endquests waren um einiges schwerer als alles das, was jetzt hier ist. Natürlich, weil das halt noch nicht Endzeug ist. Ne? Das wir sind auf G geht es ja eigentlich erst richtig los, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. Das G geht erst richtig los, das habe ich schon mal gesagt, Leute. Also auf G geht es dann richtig ab. Jo. G-Rank, High-Rank ist so der Übergang, wo du ein bisschen Equipment hast und dich ins Spiel einfindest, und G-Rank ist dann wirklich für die... Das sind die richtigen Quests, Leute. Also das ist alles nur Vorbereitung. Auf G-Rank kommen dann die krassesten Monster und mit den krassesten Angriffen alles. Da gibt es richtig fette Batzen. Also hier sogar Akantor, den wir gesehen haben, der uns ja verletzt hat. Der ist High-Rank, Leute. Aber seine Rüstung ist krass. Seine Rüstung ist echt krass von Akantor. Ja, das ist nichts im Gegensatz zu seinem großen Bruder, den man später auch noch sieht. Und der Goren Malaga, beziehungsweise der Shagaru Bums-Dingens. Den habe ich noch nicht gemacht, den werde ich aber auch bald machen. Das ist zwar der Endboss des Spiels an sich. Also vom High Rank, aber es geht doch danach noch. Nee, nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. Aber es gibt da noch ein anderes Monster, was noch höher ist und was noch stärker ist anscheinend. Okay, das will ich mir dann auch... Ah, ich weiß schon, welchen du meinst. Das machen wir dann... Ich persönlich weiß es nicht, ich habe mich nicht spoilern lassen, aber da gibt es... Ich habe es gesehen leider schon, aber leider nicht, also ich habe mich absichtlich spoilern lassen, wenn ich hinterher... Die krass sind. Und Jan hat schon wieder verkackt. Es gibt auch richtig ganz neue Monster, vor allem freue ich mich schon auf diesen 400-Meter-Typen, auf die Schlange da. Die können wir in Anführungsstrichen schon spoilern, also Leute, es gibt hier richtig Riesenmonster, ohne Scheiß. Fast so groß wie mein Schwanz, aber halt nur fast. Hm? Die Schlange gibt's hier auch? Die Schlange gibt's hier, ja. Die aus Frontier, oder wie das heißt, diese Riese. Genau. Die gibt's hier, ja. Die gibt's hier. Echt? Geil. Wusste ich gar nicht. Das wird lustig, wenn wir die machen. Yes. Man lernt immer wieder Neues dazu. Es gibt so viele Monster in diesem Spiel. Ich wusste nicht mal, dass es existiert. Also in diesem Spiel, das ist so krass. Es gibt so viele Monster. Das ist wirklich heftig. Vor allem das Monster zu machen wird richtig lustig, weil ich habe ja gerade gesagt, es ist 400 Meter groß. Jo, das... Ich hätte Angst, wenn so eine 1 Meter oder so eine 50 Zentimeter Schlange schon vor mir steht, aber Leute, sie ist 400 Meter groß. Diese Schuppen-Vibrationsschlange ist ja schon heftig, ne? Die es hier gibt. Ah ja, die hasse ich schon. Aber die ist schon ein bisschen nervig. Aber die noch größere Schlange, Leute, das ist wirklich so eine Kontinentsschlange, die ist richtig krass. Ja. Richtig brutal. Ja, wird lustig, die zu machen. Also auf jeden Fall, die Zukunft bietet uns einiges, Leute. Auch im Monster Hunter werden wir natürlich versuchen, da auf jeden Fall was zu bringen. Ist halt immer schwer, weil Monster Hunter ist ein zeitaufwendiges Spiel. Ja, da musst du auch offscreen viel investieren, um einfach mal zu farmen. Ne? Monster Hunter muss man halt viel farmen. Und das Ding ist halt, wir haben super viel zu tun mit Pokémon, was ja beides unser Hauptprojekt ist und so, mit Streamen und bla. Und da ist halt mit Monster Hunter nicht immer so schnell und einfach. Aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe und wir werden in Zukunft wieder ein bisschen mehr Monster Hunter machen, für die Leute, die gerne Monster Hunter gucken. Ja, und für uns selber halt, weil es geht ja auch um den Spaß, den man selber hat. Also ich spiele ja auch selber. Viel. Yes, Edelstein, Digga. Brachydios Edelstein. Nice. Hast du einen bekommen? Nö. Okay. Für mich gibt's solche Items nicht, Silver. Das gibt's nur zum Verlacker. Das sind keine Pro-Items, die du da bekommst. Okay, na dann. Ich krieg einen Feuerangriff +7 und Potenzial +2 Amulett Drachentalisman. War gar nicht mal so scheiße. Hatte richtig guten Talisman, kriegt man auf G, oder? Ja. Schauen wir mal. Da gibt es cooles Zeug. Obwohl ich mit meinem +8 Großraum-Talisman ja auch schon richtig, richtig krass zufrieden sein kann. Mhm, Großraum ist auf jeden Fall immer gut für uns. Damit kann man sich immer wieder bedanken. Ne? Großraum ist ziemlich, ziemlich nice. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, die High Rank, also die dringende Quest zum Shagaru Magala, okay. Aber das muss ich dann noch in Offscreen machen. Und Leute, das war's von der Aufnahme. Wieder 25 Minuten, haben mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß wieder mal gemacht. Auch mit dem Sefi. Schauen wir mal, ob wir die nächsten Parts wieder zusammen sind oder mal wieder einzeln. Kann ja sich auch alles ergeben. Und ich würde sagen, das war's von mir, Leute. Haut rein und bis dann. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Gute Jagd und bis zum nächsten Mal.